was going to warn you that this is a trap, but I appear to be fashionably late, darling. You would look much more fetching wearing this. Quickly! Do not worry. I have left a nasty surprise for them. There is just one slight problem. If we stay here, my nasty surprise will kill us too. So, good luck. Und damit haben wir auch bereits schon wieder die nächste Quest abgeschlossen. Und eine neue gleichzeitig begonnen. Und diesmal geht es tatsächlich in den Hort. Als kleinen Tipp für diejenigen unter euch, die das mit mehreren Leuten machen wollen: Bleibt hier am besten so lange stehen, bis alle tatsächlich hier rein geladen wurden und sich bewegen können. Weil sobald diese Tür dort geöffnet wird und jemand noch nicht vollständig hier drin ist, der kriegt keinen Fortschritt in der Quest. Und ja, kann dann für die nächsten 24 Stunden diese Quest auch erstmal nicht mehr annehmen. I give you the nursery. Be careful. This place, it has bad memories. Sehr schlechte, aber wir reden ja hier auch über eine Orochi-Einrichtung, also sollte das ja nichts Neues sein. Ja, zunächst mal ein wenig Licht wäre schön. Hier zum Beispiel bei dem Stromkasten. Und damit haben wir auch schon Licht und können uns hier ein wenig umsehen. Beziehungsweise über diesen Computer einfach mal uns autorisieren, Überwachungsmaterial anzusehen, sprich die Tür öffnen und durchlaufen. Be careful. This place. It has many bad. Suddenly I feel not so bad about blowing up those Orochi. Wie man sehen kann, hier ist ein schöner Druid, der am Lächeln ist. Hier haben wir eine Holztür. Just up ahead, I think. Die sich Bücherregal nennt. Die fährt zur Seite mit verspiegelten Fenstern noch so einer Drohne. Wer ein wenig Zeit hat, soll sich dieses Lied mal etwas genauer anhören. Im Übrigen kommt es auch in den Wissenseinträgen vor, die man hier zu dieser Ausgabe hält. Und wir versuchen ganz einfach mal diese Tür zu öffnen. Ja, und sehen schon mal einen toten Orochi-Mitarbeiter. Und viele Puppen, die ihn angucken, was etwas creepy ist. Aber gut, was wir hier eigentlich machen müssen, ist dieses Radio benutzen. Problem ist, das mögen wiederum die Drohnen hier nicht ganz so gerne. Und wir haben dadurch direkt hier neue Freunde gefunden. Diesen kompletten Weg hier kann man im Übrigen auch abkürzen, wenn man denn weiß wie. Dann muss man diese Kämpfe hier gar nicht erst machen. Zumindest mit den Drohnen. Die bleiben dann nämlich freundlich und ja,
sind weiter nett zu einem. So. Damit ist auch die umgefallen und wir machen uns hier an diesem Computer zugange. Und autorisieren uns den Forschungszugang. So, jetzt können wir auch hier hindurch. Dadurch können wir gleich wieder, oder jetzt einen Kampf direkt umgehen. Haben aber dafür es noch mit dieser Drohne zu tun. Wohin ist die geklippt? Da. Unsere Begleitung ist hierbei keine gute Hilfe, wie man sehen kann. Mal sehen, eventuell wird man gleich sehen, sogar eine sehr schlechte Begleitung, indem sie Türen öffnet, die nicht sollen. Hier dieses Bild sollte man sich aber schon mal etwas genauer angucken. Das zeigt nämlich schon mal ein wenig was, auf das wir gleich treffen werden. Ja. Aber zunächst mal werden wir hier zurückgezogen. Von diesem gefolterten Experiment. Gut. Wie gesagt, neben Quests, ich nehme hier dieses Log mit und gucke mir dieses ärztliche Log an. Ja, hier sieht man, was es alles für Experimente hier im Hort gab. Und die werden wir uns jetzt nach und nach mal gemeinsam angucken. Beziehungsweise gleich deren Konsequenzen mit. So. Schauen wir auf dieses Klemmbrett hier. Hier wollte man versuchen, den Willen körperlos zu machen. Hat nicht ganz funktioniert. Hier in diesem schicken Raum hat sie... Ja, das hasse ich. Das hasse ich. In dem anderen Raum hat man eben ganz kurz gesehen, wie da so ein paar kleine, ja, Kreaturen, möchte ich fast sagen, weggerannt sind. Was aber noch viel interessanter ist, auf dem Klemmbrett hier kann man ablesen, dass in diesem Raum hier sich eine Person befindet, nur sie ist unsichtbar. Ja, der Raum hier, wie man eben schon so ganz leicht gesehen hat, enthält ein Experiment zu Pilzsporen und den Versuch, die zu Arbeitern, glaube ich, zu machen, ist auch nicht ganz gelungen. Hier ist ausnahmsweise oder vergleichsweise friedlich geht's zugange, nämlich hier wird an neuen Anima-Waffen geforscht. Und eventuell kannst du dich noch daran erinnern, ich habe hier ja den Flammenwerfer im Inventar. Man kann hier sich noch die Betriebsanleitung durchlesen. Das ist aber eigentlich nicht notwendig. Im Wesentlichen ist es nur hier Doppelklick auf dieses Gerät und es fängt an, Anima in den Flammenwerfer zu transfusionieren. Womit wir uns jetzt hier den Flammenwerfer nehmen können und dann einen schicken neuen Flammenwerfer zum Rumtragen haben. Wer möchte, kann den sogar direkt hier noch ausprobieren. Das ist doch was Schickes, ne? So, weiter beschäftigen wir uns mit den Werwölfen. Ja, wie man sehen kann, der hier ist schon mal ausgebrochen. Und wir
kümmern uns jetzt ganz einfach mal um den, weil ist ja auch sonst keiner da. Noch schnell hier das Klemmbrett untersucht, das uns eigentlich auch nichts weiter bestätigt, als dass man versucht hat, hier an Werwölfen rum zu experimentieren. Aber jetzt wird's interessant, das Nullpunkt-Pathogen. Mit seinem Klemmbrett hier. Ja, es wurde am Schmutz rumgeforscht und das sehen wir hier ganz deutlich im kompletten Raum. Viel interessanter ist jetzt aber, was unsere Begleitperson macht. Die hat nämlich hier auf den blau-roten Knopf, der hinter dem Tisch mit den Papieren drauf ist, einfach mal drauf gedrückt. Was man eben jetzt nicht ganz so gut erkennen konnte, aber ja, müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Und daraufhin ist der Alarm hier erstmal direkt losgegangen. Beide Türen sind zu, wir kommen also nicht raus, beziehungsweise die eine ist verklebt, die andere ist zu. Und müssen uns jetzt erstmal hier mit den Hortpflegern rumschlagen. Was wir aber doch auch hinbekommen sollten. So, von dem möchte ich jetzt nicht getroffen werden. Der Endboss ist jetzt hier angekommen in Form von Dr. Schreber, dem leitenden Forscher hier, wenn man das dann als das bezeichnen möchte, der mittlerweile, wie man sehen kann, vollkommen mutiert ist und nichts Menschliches mehr an sich hat. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn in den Ruhestand zu schicken. Und weiterzugehen in sein Büro. You hear that music? Where is it coming from? I wonder. Wie man hier schön sehen kann, wir haben hier drei Perserteppiche und einen Computer. Wenn wir unter den Perserteppichen gucken, werden wir nichts finden. Und der Computer, es ist relativ gemein gemacht. Man sieht die Anfragen 1 bis 4, die man auswählen kann. Das, was wir brauchen, ist aber die Anfrage 5. Eine Seite... Ne? Gut, dann muss das mittlerweile nach oben gerutscht sein. Ja, es ist doch die Anfrage 4. Die war früher mal auf der zweiten Seite, weshalb man das etwas leicht übersehen konnte. Wir wollen auf jeden Fall Zutritt zum Privatlabor. Den wir hiermit auch bekommen haben. Emma.